Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Dynasty Warrior 4. Im letzten Part haben wir die Schlacht der Bedrohung der Game-Torbahn auf der Seite der Game-Torbahne gemacht. Ja, ging recht schnell vorbei und wollen wir mal hoffen, dass wir gegen Cao Cao mal einen etwas längeren Part mal wieder haben. Vernichte die feindlichen Stellungen und führe Cao Cao der Gerechtigkeit zu. Zhang Zhao, Bo Zhang, Zhang Liang, Zhang Mancheng, Guan Hai und Zhou Cheng. Cao Cao, Zhao Yuan, Dian Wei, Zhu Zhu und Cao Ren. Eieiei. Danach müsste es nur noch eine Schlacht sein. Und dann sind wir durch. Ich werde die Ketzer bestrafen, die dem Himmel trotzen. Dieser hinterlistige Cao Cao hat sicher noch ein Ass im Ärmel. Seine Tricks sind einfallslos. Nee, komm, wir machen das mal so. Aufpassen. Ich habe die Katzen ja schließlich noch nicht gezeigt. Diesmal werden wir Zauren in die Falle gehen. Ausnahmsweise mal. Indem wir einfach da über die Brücke gehen. Feinde sollten immer fliehen dürfen. Aber diesmal gibt es kein Entkommen. Wir werden die etablierte feindliche Truppe angreifen. Nicht besser, also nicht leichter als das. Wir werden dich einfach in den Boden stampfen. Du gehst mir auf die Eier, Cao Shu. Lass auch uns um. Sag bloß, meine ganzen Leibwächter sind jetzt tot, weil sie noch auf der Brücke standen. Möge das Glück mit dir sein. Eine vom Himmel verlassene Boot ist kein Gegner. Und jetzt machen wir es wie gehabt. Dieses Mal ziehe ich mich zurück. Wir werden einfach auf der rechten Seite nach Süden gehen und werden dann Zhao Yuan in den Rücken fallen. Wir dürfen nicht zurückfallen. Damit es dann 1-1 steht, Cao Cao 1 und die gelben Torbahne 1. Vergebt mir. Nicht abwehren, bitte. Na, wann tauchst du auf? Lass auch uns Ruhm finden. Da. Ich hab keinen Bock auf Duelle, Leute. Ey, warum wollt ihr mich alle zu Duellen heraus? Das war ein Fehler. Feindlicher Offizier besiegt. Welch überwältigende Kraft. So, Juju. Wir können nicht zurückfallen. Jetzt geht's aufs Maul. Ich glaube, es gibt noch mehr Hinterhalte. Es wäre klug, die Gegend abzusuchen. Wow, du bist mutig. Oh, Digga, ey, komm von deinem scheiß Pferd runter hier. Du tust dem Pferd nur weh. Feindlicher Offizier, Betty. Spielen wir ein andermal weiter. Also, Juju werde ich in keinem Dynasty Warrior freiwillig spielen. Ich mag den
irgendwie nicht. Meine, damals, wo ich mit Dynasty Warrior 2 angefangen habe, war es noch recht cool, wenn man halt irgendwie auf die Gegner zugelaufen ist und macht dann so eine Rolle nach vorne. Und dann die Keule auch, die er in Dynasty Warrior 2 hat, sah schon ziemlich cool aus. Da habe ich auch eine Zeit lang mit denen gespielt, aber habe dann eher andere Charaktere dann eher vorgezogen, nach und nach. Die einfach cooler waren, muss man ganz ehrlich sagen. Offizier besiegt. Lass auch uns Ruhm finden. Ja, ja. Ja, los, meine Hinterhalttruppen. Kommt raus. Ich möchte mit euch spielen. Na los, kommt raus. Da seid ihr ja. Sie haben uns entdeckt. Sie haben unseren Hinterhalt durchschaut. Ein feindlicher Offizier. Tja, wir sind nicht nur Bauernpöbel. Wir haben auch was drauf. Lass auch uns Ruhm finden. Ich liebe diesen Musu-Angriff. Das ist einfach so krass. Ja, mit dem Bogen hättest du ja keine Chance. So, Zau Zau. Der letzte Mann. Aber wie ich kenne, wirst auch du wieder fliehen und dann in der letzten Schlacht auf uns treffen. Erneut. Weil du den Hals nicht voll kriegst. Nein. Ich ziehe mich zurück. Schließt das Tor. Spaltet den Feind. Du kommst Alter. Jetzt müssen wir uns sputen. Da wir ja nicht der Kommandant sind. Ah, Zau Zau. Warum strenge ich mich überhaupt an? Feindlicher Offizier besiegt. Mein Ehrgeiz ist ungebrochen. So schnell geht's. Jawohl. Changzhou und die gelben Turbane bezwingen Cao Cao und vernichten die kaiserliche Armee. Angesichts der sicheren Niederlage bedrängt der kaiserliche Hof die geschlagenen Liu Bei, Sun Jian und Cao Cao weiterzukämpfen und stellen sich unter den Befehl Hei Jins. Der Augenblick der Wahrheit für Zhang Zhao und seine Anhänger ist da. Wenn sie diese Schlacht gewinnen, wird das Land wieder dem Volk gehören. Die Lehren vom Weg des Friedens werden den perfekten Staat aufbauen. Wenn man bedenkt, es gibt keinen perfekten Staat. Egal wer oben ist,
kannst auch nicht jeden recht machen. Ne? Das geht in allen Dingen. Es geht bei Videospielen, bei Filmen. Ne? Immer jemand hat irgendwie was zu meckern. Und so weiter und so fort. Aber die finale Schlacht sehen wir erst leider im nächsten Part. Also Leute, haut rein und ciao.